Ich würde mich, glaube ich, eher nähern über ein Thema, das die meisten Kliniken schon haben, sind Mitarbeiterbefragungen. Da mal rauszuarbeiten, wo sind wir denn eigentlich schon gut und wo haben wir auch noch Defizite. Und das so als ersten Indikator zu nehmen, ist, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll. Meistens landen diese Mitarbeiterbefragungen ja irgendwo in der Schublade, weil Dinge drinstehen, die man nicht sehen möchte oder die gefährlich sind oder die Arbeit machen könnten. Aber sich das wirklich mal auch als ganz großen Schatz zu nehmen, ist, glaube ich, ganz wesentlich. Wie setzt man es danach um? Auf jeden Fall kann man Führungskultur nicht von oben verordnen und sagen, das ist jetzt, sind jetzt unsere, ist jetzt unser Führungsleitbild und so führen wir künftig. Dann wird man auf jeden Fall einen Großteil der Mannschaft verlieren. Ich würde auf jeden Fall das Unternehmen einbinden, die gesamten Mitarbeitenden einbinden. Und das funktioniert natürlich in einem Klinikkonstrukt mit 1.000, 2.000, 3.000 Mitarbeitenden sehr, sehr, sehr schlecht. Aber zumindest zu sagen, jede Station, jede Klinik, jedes Fachgebiet ist irgendwo vertreten, kann jemanden entsenden. Man kann es ja durchaus auch so aufstellen, zu sagen, ihr dürft mitmachen, aber ihr müsst auch, also nicht nur eine Hohlschuld, sondern auch eine Bringschuld der Mitarbeitenden, eben auch mitmachen zu wollen an Werten, an Führungswerten, auch mitarbeiten zu wollen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Auf jeden Fall einbindend und stark durch Kommunikation begleitet. Also wirklich auch so sagen, wir sehen hier Dinge und auch da ist so eine Mitarbeiterbefragung, glaube ich, ich weiß nicht, wie Sie es wahrgenommen haben, aber eigentlich so eine gute Möglichkeit zu sagen, da und da sind wir schon gut, da sind wir anscheinend auch noch sehr, sehr schlecht. Wie wollen wir uns denn künftig aufstellen? Also ich sehe es genauso. Also das A und O ist erstmal so eine Ist-Analyse zu machen, wo stehe ich. Und ich glaube, da sind die Mitarbeiterbefragungen ein sehr gutes Instrument. Die müssen aber wirklich sehr, sehr gut gemacht werden. Also ich kenne viele Mitarbeiterbefragungen, aus denen können Sie am Ende des Tages gar nichts rauslesen. Sie müssen es klinikspezifisch auswerten können. Sie müssen auch die Hierarchie-Level, die Management-Level wirklich rauslesen können. Und es erfordert eine hohe, ja, wie soll ich sagen, Selbstreflexionsfähigkeit, aber auch eine Selbstkritikfähigkeit, indem man sagt, okay, wir machen eine echte Mitarbeiterbefragung und wir stellen uns auch selber auf den Prüfstand. Und ja, wenn es dort auch was vielleicht nicht so Schönes gibt, das nehme ich erst einmal als ein Geschenk an, weil ich dann endlich sehe, wo kann ich vielleicht selber was besser machen. Und ich glaube, das ist das A und O. Und was ich auch sehr, sehr gerne mache, ist einfach durch die Klinik gehen, sich die einzelnen Abteilungen anschauen, auch mal Interviews machen und einen Abgleich zu führen zwischen dem, was man häufig im Geschäftsführerbereich glaubt zu haben und dem, was man tatsächlich hat. Und auf der Basis dann ein individuelles Konzept zu entwickeln für die jeweilig spezifische Klinik. Das ist eine sehr, sehr große Herausforderung. Ich habe das selber ja auch schon machen dürfen. Total spannend, aber sehr, sehr fordernd für alle Bereiche, gerade auch für die Führungskräfte. Und sie brauchen da gute Partner. Also auch wenn ich das Thema angehe für eine Klinik, suche ich mir immer gute Partner, die ich habe, die auch sowas ganz oft schon gemacht haben und wo man auch die Manpower zusammenbringt, wirklich eine Klinik innerhalb eines überschaubaren Zeitraums durch den Prozess zu begleiten. Nachhalten muss es die Klinik selber und da kann man natürlich punktuell begleiten, aber wenn sich das kostentechnisch in einem vernünftigen Verhältnis bewegen muss, dann muss das gewollt sein von ganz oben bis ganz unten, bin ich völlig Ihrer Meinung. Ansonsten wird es nicht funktionieren. Es ist, glaube ich, auch ein Thema, was man eben nicht als Geschäftsführer, Geschäftsführerin, Vorstand, Vorständin irgendwie selber machen kann. Also jetzt zu sagen, jetzt mache ich mal hier das Projekt Führungskräfte oder Führungskultur, das wird nicht funktionieren. Also entweder wirklich extern begleitet und dann auch durch einen Player, der sich auch wirklich als Sachwalter aller Mitarbeitenden sieht, oder durch eine sehr, sehr gute, aber die muss dann wirklich schon fachlich gut aufgestellt sein, interne Abteilung, Personalentwicklung oder ähnliches. Da gibt es aber, würde ich jetzt mal sagen, im deutschen Gesundheitswesen relativ wenige, denen ich das jetzt wirklich zutrauen würde, die auch diese Fähigkeit haben, sich auch gegenüber einer Geschäftsführung mal hinzustellen und zu sagen, okay, das ist jetzt hier vielleicht nicht eure Rolle. Und
Und ich glaube, dann muss man auch verstehen, das ist ein Prozess, der jetzt nicht mal eben heute auf den Knopf gedrückt und morgen haben wir Führungskultur, wissen wir, welche Führungskultur wir haben wollen oder was Führungskultur bei uns bedeuten soll. Und drei Tage später ist es so eingeführt oder umgesetzt. Das wird ein ganz, ganz, ganz langer Prozess sein, wo man immer an sich arbeitet und wo natürlich auch stete Evaluation dazu gehört. Ich denke jetzt gerade an einen Kunden von uns, das ist allerdings jetzt keine Klinik, aber eine Krankenkasse, die also wirklich jedes Jahr eine große, sehr, sehr gute Mitarbeiterbefragung machen und diese Zahlen und Ergebnisse auch transparent im Vergleich und Beziehung zu den Vorjahren auch setzen. Und die dann sagen können, wir sind jetzt hier in dem Bereich noch nicht gut, aber wir sind zumindest schon mal besser als in den letzten Jahren. Also auch solche Dinge nachzuhalten, und das kostet auch wieder Geld. Gerade wenn ich es extern machen lasse, ich kann eben nicht einmal Geld in die Hand nehmen und dann sagen, so, jetzt haben wir das Thema abgefrühstückt. Das ist ein Thema, an dem man ständig dranbleiben muss. Richtig.